Nationalpark Triglav hier oben in Pokljuka auf 1350 Meter. Nach wie vor prächtige Stimmung. Viele Zuschauer jetzt schon am Donnerstag hier für die beiden Sprints. Die Herren haben wir erlebt. Jetzt also gleich die Damen über 7,5 Kilometer bei heftigen Winden. Es gibt richtig viel, viel Schnee hier. Ja, da kommt der zweite Fehler für Thea Gregorin hinzu. Also zwei Strafrunden für die Slowenin. Karin Innerhofer aus Österreich. Die trifft hier zunächst mal alle fünf Scheiben. Ja, die Österreicher haben eine Damenmannschaft aufgebaut, die immer besser in Schwung kommt. Und die erste Ergebnisse hier mit 7,4 Sekunden Rückstand, ganz hervorragend, Innerhofer. Aber Lisa Theresa Hauser, auch eine junge Athletin, die die Silbermedaille jetzt bei der Junioren-WM gewonnen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass in zwei, drei Jahren hier eine gute Staffel zustande sicher kommt. Hat sie schon mal eine Messlatte gelegt. Das wird sicher keine schlechte Zeit sein, Karin Innerhofer. Und jetzt sehen wir auch, dass gleich der ganze Schießstand komplett im Schatten ist. Was wiederum bedeutet, da kommt jetzt das Hoch-Tief-Rädchen ins Spiel. Wenn die Sonne weggeht, dann kann es sein, dass die Schüsse leicht hochgehen im Liegenschießen. Also das muss auch beachtet werden. Sonne von hinten drückt die Schüsse nach unten und wenn die Sonne weg ist, wandern sie automatisch etwas höher. Und hier ein tolles Ergebnis von Karin Innerhofer. Auch sie also mit 10 Treffern geht sie hier auf die letzte Laufrunde, auf die letzten 2,5 Kilometer. Reiht sich ein hier und wie? 40,1 Sekunden Vorsprung. Und schau die Innerhofer an. Katharina Innerhofer, die merkt hier ihre Chance, die spürt ihre Chance mit diesen Treffern. Offensichtlich auch gutes Material. Sehr schnell unterwegs. Als es um die Olympianorm ging, alle haben sie darauf angesprochen, das hat sie doch sehr blockiert. Und jetzt also Katharina Innerhofer, die 23-jährige Österreicherin, fliegt hier in Richtung Ziel. Also geht deutlich in Führung vor Kaiser Mecke rein. Da hat sie ein richtig gutes Rennen rausgehauen. Bislang Saisonbestleistung, ein 22. Platz in Ruhpolding beim Sprint. Also da hat sie hier eine Marke gesetzt. Da ist ihr was Gutes gelungen. Also, das ist das Tableau. Die Nullfehler waren die Basis, aber sie war auch richtig flott unterwegs. Innerhofer vor Virolainen und Scardino. Das ist ein richtig überraschender Ausgang bei diesem Sprint, dem ersten nach Olympischen. Kaiser Mäckereinen also auf 4, Thora Berger auf 6. Abgeschlagen heute Daya Domracheva.